Moin, moin. Am 15.03. Was ist heute, Dienstag? Ach, Donnerstag. Oh, ich wieder. Ich habe eben gerade ein Päckchen beschriftet. Für Gitte und Elida, Sehan. Und unsere Adresse habe ich Nielsenbande geschrieben. Und da sagt sie dann, Nesenbande. Ich sag, was? Nesenbande. Ich sag, nee, Nielsen. Ja, nee, du hast das L nicht mitgeschrieben. Und dann hatte ich gesagt, ich will ja 80 werden. Aber gesund und fit, ne? Mindestens. Und dann sagt sie, dann werden die Buchstaben immer weniger. Nachher sagst du, sagst du immer, wie heißen sie? Frau N. Punkt. Die anderen Buchstaben lasse ich so mit den Jahren alle weg. Nesen bin ich jetzt schon. Wir haben 2 Grad, was nicht schlimm wäre, wenn nicht der gefährliche Ostwind blasen würde. Der ist giftig. Ich hab nicht, weil ich so dick bin, ich hab den Reißverschluss ganz zugemacht und der würcht mich fast. Mein Putenhals, der war richtig stark nach unten gezogen. Oh, kann ich nicht ab. Muss frei sein. Freiheit für den Putenhals. Sven und ich fahren gleich noch ein paar Sachen einholen. Er hat sich über die Glatzwürstchen hergemacht, die für die Frühlingssuppe waren. Oh, gestern wieder am Markt N3 die Frühlingstütensuppen und so, was da für Gifte drin sind. Die können die DNA verändern, Krebs erzeugen. Und ich wollte Frühlingssuppen mit Buchstaben machen, da ein Würstchen drin. Na dann mal guten Appetit. Denkst du ja bei jedem Löffel E605. Ich fühlte mich die letzten Tage so ein bisschen lappig. Also die letzten 2 Tage waren nicht so üppig. Aber gut, der Humor ist da. Sven bringt mich immer zum Lachen. Also mit dem. Was, wie alt willst du werden? 80? Ja, aber dann mobil. Dann sagst du, bist du nur noch Frau N, weil du so vergesslich bist. Wenn du jetzt das L vergisst, dann vergisst du die anderen Buchstaben auch. Das ist der Scherzkeks. Zäpfchen. Hä? Zäpfchen? Was hast du gesagt? Udin ist schon am Schwitzen, der muss sich schon seinen Bauch abkühlen. Weil er mal so wild toben will mit Zäpfchen. Das wilde Stöcke schmeißen. Ich denke gerade so, welche Handtaschen so zu meinem Strickmantel passen. Und dann muss ich so dran denken. So damals, wie ich Sven kennengelernt hatte. Also wir sind jetzt dieses Jahr nämlich 25 Jahre schon zusammen. Vierteljahrhundert. aber erst im Juni. Da habe ich sie überlegt, was du da so drin hattest. Lippenstift, vielleicht ein Tampon. So. Ein Puderdöschen für das Näschen, vielleicht ein Taschentuch. Eine Dose Bier. Eine Dose Bier. Und heute ist das ist wie so ein Reanimationskoffer. Pflaster, Rescue Spray, Atembonschill, damit du besser Luft kriegst, ein paar Ersatzstützstrümpfe, falls deine unterwegs kaputt gehen. Besten Lieder von Ilse Werner zum Nachpfeifen. Ah, Johnny, eine Handtasche. Man pfeift doch immer nicht so schwer. Ja, hatte Mutti. Daher habe ich das. Meine Mutter, die hatte das. Die hat immer schwer Luft gekriegt. Und dann habe ich immer gesagt, Mutti, warum pfeifst du immer?
dann kriege ich besser Luft. Das hätte ich ja auch mal gesehen. Meine Mutter war die zweite Ilse Werner. Ja, was hat man noch drin? Schmerztabletten, falls ein Kopfschmerzen anfallen. Tampons, obwohl gar nichts los ist, aber es kann ja passieren. Ich sag ja, wie so ein Nicht-Erste-Hilfe-Koffer, das ist schon Reanimation. Also, der Notarzt kann sich Zeit lassen. Bei Frauen ab fast 50, so wie eine Handtasche, ne? Da braucht man nur sagen, wenn irgendwas ist, jemand ist gestürzt, suchst du dir so eine 50-jährige Tucke da raus und sagst, gib mir deine Handtasche. Findest du immer was. Also in meiner Hundetasche natürlich jetzt nicht. Und außerdem habe ich ja dann da hinten, da ist ein Ersthelfer, der wird mich dann reanimieren. Aber wenn ich so unterwegs wäre, so für längere Stunden, dann würde ich mir auch so ein Package zusammenpacken. Gut, auf was wir jetzt so verzichten können, ist es Blutzucker, Blutdruckgeräte. Es gibt ja überall Apotheken, da kann man das ja machen lassen, mal eben schnell. Oder das Gewicht oder auf einer Körperfettanalysewaage steigen. Das braucht man ja nicht mitschleppen. Aber so diese anderen Sachen. Nagelfeile. Und die ist dann schon von vor 25 Jahren noch in der Tasche. Guckt mal in eure Handtaschen rein, was ihr da so drin habt. Wenn ihr länger unterwegs seid, nicht jetzt, ne? So, die ihr so richtig schön vollgestopft habt. Bin ich mal gespannt. Da sind bestimmt auch Aspirin, Asratiofarm und Ibu 400 und so drin. Muffin! Nein! Oha. Elli Pirelli! Schnelli, Schnelli! Ja, ich kenne die da was hier rein. Aber du musst warten. Warten. Warte. Hier ist Mappe. Keine Muffin. Ja. Du Hühner habe ich. Hm? Und jetzt läufst du. Ich habe mal so überlegt, was müsste bei mir unbedingt in die Handtasche. Unbedingt, normalerweise, wenn ich dran denke und das ich vergesse, Taschentücher. Auf jeden Fall. Mein Lipgloss. Feuerzeug, am besten noch drei Ersatzfeuerzeuge. Kugelschreiber. Und wirklich Kopfschmerztabletten. Falls ich unterwegs Schmerzen kriege, auf die möchte ich dann nicht verzichten. Vielleicht noch einen kleinen Zettel, weil eine Filofax habe ich unterwegs an ihn noch nie irgendwas eingetragen. Ja. Ja klar, dass da meine Zigaretten noch drin sind. Ne? Aber ich meine jetzt so, das müsste bei mir in der Handtasche drin sein, so die Base. Kein Labello oder so, Lipgloss lang. Und wenn ich ganz luxuriös sein will, dann auch eine Handcreme, wenn ich dran denke. Aber unterwegs creme ich mir auch selten die Hände ein. Und Schminke und so gar nicht, brauche ich nicht. Wenn ich mich fertig mache und wir irgendwo hingehen oder so, dann ich schminke mich zu Hause. Ich brauche auch keine Puderdose zum Nachtpudern. Brauchte ich früher auch nicht. Einmal geschminkt, immer geschminkt. Hauptsache der Lippenstift oder der Lipgloss ist dabei. Was habt ihr denn so in euren Handtaschen, was unbedingt rein muss? Auf was ihr gar nicht verzichten würdet? Oder aus dem Haus gehen würdet? Würde mich mal interessieren. Schreibt's mal in die Kommentare. Schreiben bitte in die Kommentare. Das ist doch mal interessant. Was hat jeder so als Must-Have praktisch auf einer einsamen Insel, was in seine Handtasche muss? Aber jetzt nicht irgendwie, ne? Eine Bratpfanne oder... So, sondern so richtig so, als wenn ihr einen Stadtbummel macht von 6 oder 8 Stunden. Und dann nehmt ihr eure Handtasche mit,
Das würde mich mal interessieren. Nicht, dass ich neugierig bin oder so. Aber vielleicht finde ich noch einen Teil, wo ich sage, das hätte schon 30 Jahre damit drin sein müssen. Ich nehme auch kein Nähset oder so mit. Habe ich früher, wenn ich dann in Urlaub bin mit Chris in die Türkei oder was, so ein kleines Reisenähset. Scheiße, dann ziehst du die Klamotte gar nicht an. Was? Wenn du in der Türkei bist und dir reißt die Tunika kaputt, kaufst du ja auf dem Wochenmarkt eine neue. Sven sagte gerade, wie wir hinten geradeaus längst gegangen sind zum Bach runter, da waren die Raben hier. Das ist jetzt schon wieder neu. Also, wenn wir beobachtet, ich glaube, ich sehe da einen. Naja, jedenfalls sind das die Raben, die sich das so gleich wegholen. Da ist er. Schwupps. Nach unten runter. Und pickt das auf. Da ist er. Da. Und sucht noch. Und im Baum drin ist auch noch einer. Muffin! Muffin! Fressbatzele! Lass sie Raben essen! Ja, so, so. Sie ablenken und dann schnell schmeißen, ne? Das sind unsere Freunde! Los! Licht ab! Meine Augen! Als Tears in my eyes. Der schneidet mir die Augen auf Rocken. Odin, das sieht so ein bisschen fade out aus, ne? So fade out. Odin sieht so fade out aus. Ausgewaschen, verwaschen. Muffin mit ihrem eleganten Hüftschwung. Jetzt werden die als Abelbäckchen. So, wir sind auf dem Weg, einen Brief wegzubringen. Dann wird zum Penny geschnattert und Bunni! Zum Bunni. Ich will zum Bunni! Ich zeige euch jetzt mal hier Outfit of the Day Susanne. Moppelmode Plus. Dieses wunderschöne Tuch, ich liebe dieses Tuch. Ich möchte gerne diese Wolle nochmal haben, ich weiß nicht, ich habe das ja geschenkt bekommen. Und wie man das strickt. Also es ist Krausemaschen, Lochmuster, also linke Maschen, rechte Maschen. Ich liebe dieses Tuch. Dieses Tuch ist ein Tuch fürs Leben. Dann habe ich meinen Strickmantel an, darunter ein sandfarbenes Henley-Shirt, alles so Ton in Ton. Passt auch übrigens dieser Schal hier sehr gut farblich harmonisch, ne? Lippenstift auch in dem Ton. Jetzt gehen wir eine Etage tiefer, unten rum. Und da seht ihr, der Mantel, der geht schön lang, der hat hier diese... Der geht schön lang. Der hat hier diesen Abschluss, wunderschön. Auch diese Armbündchen finde ich toll. Sie sind wie Manschetten, wie früher die Postbeamten hatten, als sie noch gemorst haben. Und da sind die Slipper. Und dann habe ich Stützkniestrümpfe an. Die hatte ich letztes Jahr auf dem Weg nach Italien an. Und den Schuh kann man so tragen, aber auch so. Das ist der Renner früher Sommer. Müsst ihr mal gucken. Alles eine Frage der richtigen Einstellung. Verstehe ich bei Männern nicht. Halterlose Strümpfe oder auch nicht halterlose mit Strapsgürtel, ne? Hüftgürtel. Das ist sexy. Aber Stützkniestrümpfe in Sommerton nicht. Merkwürdig.
Sven findet Perlong-Kniestrümpfe ekelhaft und auch Söckchen, Perlong-Söckchen. Mag er nicht. Perlong-Socken? Sneaker-Socken. Sven mag auch als Mann keine Sneaker-Socken. Ja, so hat ja die Seele, aber ich verstehe ich nicht. Dann können doch auch hautfarbene Stützkniestrümpfe sexy sein. Ja, wer drauf steht, steht darauf, getragene Fernfahrer. Ehrlich. Ich habe noch was vergessen, ich habe noch eine selbst gebastelte Blume in dem Ton der Jacke und so im Haar, so an der Seite. Soll ja auch alles harmonisieren, ne? Aber nicht too much. Nicht too much. Aber so ist mein Outfit wohlfühlig, ja. Sven geht eben zur Post. Die Briefwahl für den Betriebsrat. Zwei so eine Müsli-Schalen, diese hier, haben wir ja schon. Und jetzt holen wir uns noch zwei Müsli-Schalen, weil Teller. Pff. Und Schüssel brauchen wir auch nicht. Die Müsli-Schalen und Becher hat man auch genug. Die Müsli-Schalen holen wir uns. Mitsammeln und genießen. Für die Frühstücksteller zahlt man 99 Cent zu. Die würden sonst 19,90 kosten, ohne Treuepunkte. Für die beiden Suppenteller 1,99. Die würden sonst 21,90 kosten. Die Essteller 23,90. Die Müsli-Schalen kosten sonst ohne Treuepunkte 24,90 Euro, zwei Stück. Würde ich mir nie kaufen. Die Kaffeebecher kosten zwei Stück 25,90 und die Schale 30,90 €. Und das ist jetzt der zweite Zettel, den wir voll haben. Und wir waren, können wir jetzt auch noch unter den 80 Ersten sein? Ach so, dann kriegen wir ja auch noch wieder umsonst noch einen Kaffeebecher. Wenn die Leute ihre Punktzahlen nicht so schnell voll kriegen, dann sind da noch keine 80 Leute, die was abgegeben haben. Oder die kein Geschirr sammeln. Also ich würde jetzt diese Stofffrüchte und so nicht mehr sammeln. Außer so der ausgefallene Knoblauch und so. Sowas finde ich ja noch cool. Aber Brokkoli und Porree können sie sich in eine Hutschnur stecken. Sven und ich fachsimpeln gerade über Bulgur und Kidneybohnen. Und warum Kidneybohnen Kidneybohnen heißen? Weil die Nierenform haben. Vielleicht auch die Farbe. Sieht erst aus wie Leber. Und ich habe mir letztens ein Video angeguckt, wie Seville Art auf YouTube Bulgur gemacht hat. Sie hat zwei Becher Bulgur genommen, in feinen Sieb gewaschen. Dann hat sie eine Zwiebel geschnibbelt, gewürfelt, eine Tomate. Dann hat sie Salz, Pfeffer gehabt. Dann hat sie die Zwiebel angebraten, dann die Tomate zugegeben, dann ein bisschen Tomatenmark, noch einen Löffel irgendwie. Dann hat sie den alles angeschmort da, dann hat sie den Bulgur noch eine Minute mit untergerührt und das abgelöscht mit 1,5 Becher Rinderbrühe. Und das war dann Bulgur, weil Sven sagte eben schon wieder Bulgur. Was ist denn Bulgur? Ist das nicht so mehlig, denn so grübbelig auf der Zunge? Was gibt es, glaube ich, gar nicht mehr? Eine Ebli? Weißt du, statt Reis habe ich doch früher öfter mal Ebli geholt. Das mag ich auch gerne. Ich habe Bulgur, glaube ich, noch nicht so gegessen. Ich weiß es nicht.
Wie koche ich denn diese wilden, bunten Bohnen aus Italien, die ich da habe? Ich fand die nur so toll, weil die so bunt waren. Ich kaufe gerne im Ausland so Lebensmittel, die ich denn nicht so kenne. Zwar auch die ich kenne, aber eben auch irgendwas, was ich nicht kenne. Aber dafür gibt es ja Chefkoch und Co. oder fragmutti.de. So, jetzt auf zum Penny und zum Rodney. Hier war kein Parkplatz zu kriegen, ne? So, jetzt sind wir fertig. Augen drin. Ja, bei Budni waren wir drin. Da habe ich mir noch eine Schmerzsalbe geholt von Rücken. Zeige ich gleich in einem kleinen Mikro-Haul. Zwei Müsli-Schalen haben wir uns wieder mitgenommen von unseren Bonuspünktchen. Und dann sagt es dann, gibt es noch die Becher? Ne, 80 Leute pro. Ne? Ich habe hier keine mehr, aber ich frage mal. Ich sage, Zellen, sag ich, dann möchte ich gerne in Türkis, habe ich den hier, dann möchte ich ihn in Pink. Ja, und ich sag mal so, die nächsten, die wir dann sammeln, weiß nicht, für Gitte denn oder so. Na, das Gutmüsli-Schein können wir einmal noch gebrauchen. Wenn er ja auch mal gerne zerdebbert und ich nachher in der Gartensaison zweckentfremde ich sowas ja auch immer gerne, ne? Unterteller, Frühstücksteller und Schälchen. Das findet sich im Winter dann irgendwo im Garten wieder. Weil ich da irgendwelche Saatkörner einweiche. So, jetzt zu Hause angekommen. Mini-Haul. Und zwar hatten sie für 4,99 € Sportsocken, Tennissocken, schön weich. Ich mache ja auch immer diesen Test hier. Ne? Ob die Bündchen gut sind, in den Schnüren. Ja, 10 Paar für 4,99 € für die Kinders. Ich mal diese Pixies da rausholen. Ja, die sind richtig schön. Es gibt ja so Tennissocken, die sind so. Die würde ich auch tragen. Die sind so richtig. Ich glaube, dann nehme ich mir auch mal in Weiß mal ein paar ab. Zwei Paar. Für Kassel, damit ich nicht mit so einer Drecksocken ankomme. Schwarz brauche ich nicht. Ja, die schön so. Gitte sagt ja immer, wichtig ist ja auch der Baumwollanteil, sonst gibt es Stinkefüße. Weil ich sag, ne, wie ich mit ihr bummeln war, da hatte sie für sehr einen Socken gesucht. Und dann sagt sie, nee, wir müssen so und so viel Baumwollanteil, sonst kriegt man Muffelfüße. Ja, so. Das hast du so eine Polyacryl-Schwitzsäckchen da an dem Mauken. Da. Was haben wir denn hier drin an Baumwolle? 63% Land und 1% Elastan. Habt ihr auch täglich immer euren Oskar-Ascheimer voll, wie hier? Immer. Also wenn wir in so einem Einzelhaus wohnen würden, wie Schwiegermutter und Onkel, die haben ja so einen Ascheimer so mit orangen Deckel. Der will mir in einem Tag, naja, so zwei Tage voll. Kein Wunder, dass die dann ihren, also nicht Oma, Oma hat nicht so viel Müll mehr als Einzelperson. Aber das, ich habe schon Leute beobachtet, die dann so an so Sammelstellen gehen und dann da ihren Müll entsorgen, damit ihr Kasten leerer bleibt, ne? Würde ich glaube ich auch machen. Sven hat sich sterile Kompressen geholt und Leinsamen geschrotet. Man braucht gar nicht Chia und Quinoa und so. Leinsamen. Ja, dann ist hier einmal ein WC Frisch Türkis Kraft aktiv. Inzwischen gibt es den schon in 5 oder 6 Sorten. Und hier steht Meeresfrische, frische Fische. Reinigung, türkises Wasser. Ich wollte mal unbedingt türkises Wasser haben.
Ich weiß gar nicht, ob ich euch das so erzählt habe mit dem Peeling. Wenn ich das nicht vergesse, ich vergesse ja immer sehr viel, dann, wenn ich dran denke. Ja, das sind keine echten Rosen, da kannst du nicht dran knabbern, Fussel. Einmal der blaue Traum, Litanien. Abendsymphonie hatte ich keinen Bock drauf. Wenn ich morgens bade und in Abendsymphonie, das finde ich ekelig. Badeschaum ist im Moment, gibt es so keine schönen, finde ich irgendwie. Ich mochte immer von früher, ganz früher, das echte Lavatti von Aldi. Was richtig blau war und der Geruch, den mochte ich. Und dann haben sie es aus dem Sortiment genommen. Jetzt kriegt man da irgendwelche weißfarbigen Orient, was das riecht nach alter Gewürzschublade, aber nicht nach Orient. Kommt ins Bad, kommt ins Klo. Dann eine Kerze habe ich mir aber gestern schon geholt. Für 99 Cent und zwar Himbeere. Ich habe eine an meinem Schreibtisch stehen und die hier für den Tisch oder in der Stube, oder Alex möchte auch im Moment immer gerne Duftkerzen haben. Ja, und das ist die Klosterfrau Anika-Salbe für meinen Rücken unten, einmal quer rüber. Wir hatten, Teti Sepp war das, ne? Für 4 Euro und die ist jetzt alle gegangen. Die war echt gut. Also die kann ich auch weiterempfehlen. Wie die hier ist, weiß ich nicht. Mich hat hier gereizt Annika Schmerzsalbe stark. Stark. Annika Blütentinktur. Hochdosiert, abschwellend, entzündungshemmend und schmerzlindernd. 25% Wirkstoff. Pflanzliches Arzneimittel, 100 Gramm, weil das 100 Gramm waren und bei dem anderen nur 75. Ich will hoffen, dass die Wirkung genauso gut ist. Aber Klosterfrau ist ja, ne? Ist ja Kult. Mal aufbieten. Ich will nur gucken, wie sie riecht. Also ist schön so mit Vaseline-Grundlage, denke ich mal. Noch gar nichts eigentlich im Moment. Aber sie kühlt gleich irgendwie, finde ich. Im Handrücken. Geruch hat sie gar keinen. Das andere, das roch so schön, so nach Pferdesalbe. Pferdebalsam. Was ist da drin? 25 Gramm Tinktur aus Annika. Ethanol, Sidophos, das kann doch kein Schwein lesen, was hier steht. Naja, aber ich werde es heute Abend testen. Sowas lese ich dann gerne immer noch in der Badewanne. Wenn ich in die Badewanne gehe, so Beipackzettel. Die Verpackung schmeiße ich weg, da gucke ich dann, aha, ja. Prellung, Verstauchung, Blutergüssen, das ist auch geeignet. Naja, jetzt. Ja, das ist der Kaffeebecher in Pink. In Türkis habe ich ihn ja. Mit diesem Filzgriff. Aber Mikrowellen und Spülmaschinen geeignet. So ohne Henkel, ne? Den Becher schon. Und noch wieder zwei Müsli-Schalen. Ich würde für die zwei Dinger im Leben nicht 24 Euro ausgeben. 2,99, ja. Das ist halt so. Früher, da hat man Geschirr gesammelt für 12 Personen oder noch mehr und dann, naja, sag mal so für 12 Personen mit Goldrand oder Zwiebelmuster oder das Hahnmuster oder und dann wurde dann ein Zuckerkännchen und ein Milchkännchen und ein Zuckerpott, meine ich, geschenkt und dann nochmal ein Frühstückstellerchen. Ich hab keinen Bock drauf. Bei mir gibt's alles zusammengewürfeltes Geschirr.
dauert nicht lange, wenn ich 4 gleiche Teller habe oder 6, sind ganz schnell reduziert. Ja, das. Ah nee. Nee, nee. Hier. Ich habe mir Farben geholt und zwar für 1,49. Das sind 1, 2, 3, 5 Farbenstängel. Und auch so Bienen. Und zwar für meine Kunstblumen, die ich aus Kaffeefiltertüten bastel. Kann mir ja wie gerufen, ne? So ein bisschen Farben dazwischen stopfen. Halt das noch ein bisschen auf. Meine Schere. Achso, und für 3 Euro statt 3,99 Euro Druckerpapier. Und das, was da im Drucker drin ist, ist der Rest vom Schützenfest. Und Bewerbung und hier und da in Papierform, das ist ja nicht alles. Es ist ja viel online, aber ja nicht alles, ne? Ja, und dann nochmal so Leckerchen für Hund und Katz. Das essen alle 3. Ihr eigenes Futter essen sie im Moment gar nicht. Nassfutter. Sondern die jetzt wieder Hühnerherzchen geholt. Kocht die ab. Sind sehr mäkelig im Moment. Leckerchens fressen sie. Das ist manchmal so wie bei uns auch, ne? Dann quillt ihr dann wahrscheinlich das Hundefutter auch aus dem Hals. Also nicht mir, sondern den Hunden. Ja, und dann habe ich mir noch mal so eine kostenlose Hamburger Perle, Hamburger Perle mitgenommen. Und da ist sogar was drin von Juul. Repair Balance. Pflege und Spülung. Juul habe ich mir früher viel gekauft. So vor 20 Jahren oder so. Fand ich cool toll. Wildrose und so. Weiß ich nicht. Ich habe noch Post bekommen und zwar eine Karte zum Kuscheln. Liebe Tante Susanne, ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute zu deinem Geburtstag. Feier schön und lass dich verwöhnen. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Bis dahin ganz liebe Grüße, dein kleiner Freund Brünö Bär. Von Brünö. Und wunderschön von Gabriele. Eine Karte. Ganz toll, ein wunderschöner V mit Gold. Have a magical birthday. Und was sie hier geschrieben hat, finde ich so schön. Schön, dass es dich gibt. Du bist ein echtes Clan-Girl. Ein Wesen, das was bewegt. Eine Seele, der man traut, die jede Freundschaft pflegt. Wenn es dich nicht gäbe, dann sehe es düster aus. Du würdest uns sehr fehlen und das Tag ein, Tag aus. Du bist in unserer Kette ein Glied, was wertvoll ist, verbreitest Wärme, Witz und Lachen. Darum schön, dass es dich gibt. Liebe Sanne, ich wünsche dir erstmal Gesundheit, Optimismus und dann Optimismus, der dich deinen Träumen näher bringt. Kühnheit, die dich deine Wünsche wahr machen lässt und Schwung, der dich deine Ziele erreichen lässt. Die Welt ist schön, weil du mit drauf bist. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Gabi. So ein ganz tollen Umschlag war das drin. Und jetzt kommt der Knaller. Knallerkruschel. Das ist mal eine Osterbastelei. Ich glaube, alles aus Papierröllchen. Ich hatte mir die auch mal geholt. So eine dünnen Dinger, die man so dreht und so. Und dieses Ding ist komplett aus diesen Papier. Und das ist so hübsch mit dem Schmetterling und da habe ich mir gleich eine Angelsehne dran gemacht. Wenn Fenster geputzt sind, kommt das auch noch mit ans Fenster. Von der Seite finde ich es auch hübsch, wenn das Licht gegen scheint, sieht man da die Osterglocke. Ist das nicht toll? Da hätte ich keinen Nerv zu. Also ich könnte es, ich sage einfach mal, man kann, aber ich habe da keinen Nerv auf. Das ist mir viel zu viel Friemelarbeit. Aber wunderschön, ganz vielen Dank. Brünö,
Gruß nach Kamenice und Gabi. Wunderschön. Und die Karte. Und das, was in der Karte drin steht. Gut für mein Herzchen. Hier ist die Adresse. Die brauche ich mal. Leipzig, Leipzig. So, ich werde jetzt etwas Quality Time mit meinem Husband verbringen. Quatsch. Ich werde ein bisschen Mittag essen und dann Füße hochlegen und ein bisschen im Internet rumschnüffeln. Vielleicht irgendein Tutorial gucken und meinen Zahn befreien von diesen blöden Plastikteilen. Kriegt ja keiner ab, ne? Okay. Aloha, wir sehen uns im Schnee.